Meine Damen und Herren, schön, dass Sie es einrichten konnten. Willkommen zu diesem Spiel, und zwar der Schweiz gegen Spanien. Hier sind wir im Viertelfinale. Und es wird noch interessant heute. Das gesamte Viertelfinale steht ja bereits fest. Spanien machte ja ein 4, nein, 5 zu 3 gegen Kroatien. Und die Schweiz ein knapper Sieg gegen Frankreich. Gegen Frankreich im Elfmeterschießen, wohl bemerkt. Und Spanien spielt momentan übrigens auch eine wunderbare EM. Hier sehen wir die Aufstellung. Spanien hat selbst mit dem Eigentor mal sehr gut mitgehalten. Das eigentliche Ergebnis läuft also eigentlich sogar 5 zu 2. Weil das Eigentor mehr als unnötig war. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, was ich meine. Und wir sehen hier noch mein Gruppenfoto in diesem Viertelfinale. Und dass die Schweiz gegen Spanien gewinnt, hätte auch niemand gedacht. Am Ende hatte es mit Glück zu tun. Ja, da sind wir alle mal ehrlich. Schweiz gegen Frankreich war ein sehr interessantes Duell. Ausgeglichen war es. Es war torreich. Und das Elfmeterschießen natürlich auch. Ich bin wieder mit einem 4 zu 3. Nein, 4-3-3, tut mir leid. Und Simon statt Gerrera im Tor. Und geht los. Die Schweiz hat Anschluss. Und das Spiel läuft. Spanien gegen die Schweiz. Und da ist direkt der Ballverlust. Natürlich Spanien heute der ganz glasklare Favorit. Ich denke, da ist gar keine Frage. Da hätte die erste Chance direkt entstehen können. Für Spanien. Doch daraus wurde dann am Ende auch zu wenig gemacht. Spaniens Ballbesitzquote ist jetzt schon gerade im Vorteil. Und die Schweiz muss jetzt auf eine kompakte Abwehr achten, weil es gefährlich so langsam wird. Ja, also da könnte er jetzt frei zum Schuss kommen. Hinten. Seferovic. Und das hätte man als Foul deuten können. Gut, ist allerdings nicht. Torres. Gucke. Und wieder mal den Ball verloren. Es kann heute spannend werden. Kann heute überaus spannend werden. Elverdi. Schweiz noch immer in der Defensive eingeschanzt. Die kommen nicht wirklich weit vor Spaniens Tor. Durch das Mittelfeld. Und natürlich auch durch die Verteidigung. Steht sehr kompakt heute wieder bei Spanien. Da kommt fast kein einziger Ball durch. Und wenn, dann wird er abgefangen. Jetzt kann was entstehen, doch Schweiz zerstört die schöne Chance, indem sie zurückgehen. Jetzt kann was entstehen. Abgefangen. Wie gesagt, Spanien heute der ganz klare Favorit. Ganz klar.
Und wir wissen ja alle, was mit Frankreich passiert ist. Am Ende durften die sich genauso wie die Niederlande oder Portugal oder auch Deutschland leider nur mit dem Achtelfinale abfinden. Wales musste ja leider auch schon ausscheiden. Sehr überraschende Spiele und Spielewendungen gab es also zu dem Turnier hier. Aber ich denke, das ist das, was eine EM so interessant macht. Das Unvorhersehbare. Dass manche Mannschaften ins Halbfinale kommen, die sonst noch nie so weit waren oder nie überhaupt schon bei einer WM dabei waren. Wie letzte EM 2016, Wales. Leider dann ausgeschieden gegen Portugal, ein 2:0. Jetzt könnte was entstehen. Da war der Abwehrspieler im Weg. Das wäre sonst mit Sicherheit ein Tor geworden. Wir haben jetzt 25 Minuten gespielt. Und bisher sieht es besser für Spanien aus, tatsächlich. Ich weiß, wäre tatsächlich glücklich, wenn sie schon im Elfmeterschießen wieder mal gewinnen. Und wenn Spanien mal Eigentore macht, dann wären die schon stolz, dass sie keinen Ball reinlassen. Was gut, beide Mannschaften wollen es. Die wollen das Halbfinale. Die schnuppern schon förmlich dran. Die schnuppern schon am Halbfinale. Was also heißt, die schnuppern möglicherweise sogar vielleicht schon das Finale. Also sie schnuppern möglicherweise also auch den Pokal. Der Pokal ist nicht wirklich das, was alle wollen. Der Pokal ist nicht das Wichtigste für manche Mannschaften. Sie spielen das hier, sie wollen das hier aus Leidenschaft. Für ihr Land, für ihre Mannschaft und für ihr Selbstbewusstsein. Und ich denke, gerade bei der Schweiz kann man das spüren. Sie schaffen es nicht wirklich so weit. Und das Halbfinale wäre natürlich absolute Krönung. Aber jetzt sind 35 Minuten sogar gespielt und es gibt noch kein Tor. Oh, da könnte was passieren. Der Seferovic. Und passt er in die Mitte. Zakaria. Hinten. Richtig knapp abgewehrt. Einwurf. Das war aber richtig knapp in der Linie. Und Schweiz macht schnell. Interessant. Möglicherweise wollen sie doch keine Elfmeter schießen mehr. Aber das war eine Glanzparade von Simon. Und jetzt Schweiz mit dem Konter. Zakaria, Seferovic, Fakiri, Saka. Schweiz lässt sich zu viel Zeit, kann Spanien wieder in der Abwehr. Itten jetzt. Und die Chance ist noch immer erhalten. Schweiz steht noch immer vor dem Tor von Spanien. Und wieder nicht passiert. Allerdings sieht es momentan sogar besser für die Schweiz aus. Was man nicht erwartet hätte. Aber wenigstens hatte die Schweiz schon eine Torchance, die tatsächlich gefährlich war. Spanien hatte da auch etwas, aber es war nicht mal ein Torschuss. In der Ballbesitzquote gewinnt Spanien möglicherweise. Aber in allem anderen sieht es momentan sogar besser für die Schweiz aus. Da sie gerade im Mittelfeld sehr kompakt stehen. Kommt fast kein Spieler durch. Allerdings ist der Ball jetzt vor dem Tor von der Schweiz. Und die erste Hälfte ist vorbei.
Meine Damen und Herren, willkommen in der zweiten Hälfte dieses Spiels. Im Waldstadion, es steht 0-0 zwischen der Schweiz und Spanien. Und ich würde sagen, es geht weiter. Schweiz natürlich weiterhin in Rot und Spanien in Weiß. Für beide Mannschaften ist das ein wichtiges Spiel. Spanien hat seit fast einem Jahrzehnt nicht mal mehr im Viertelfinale tatsächlich gestanden. Seit der Euro 2012 war das letzte Mal, dass sie tatsächlich im Halbfinale waren, im Viertelfinale auch tatsächlich. Damals waren sie ja sogar Europameister noch einmal. Und man weiß nicht, was es war, aber ab 2014 ging es dann richtig bergab für die spanische Nationalmannschaft. Die flogen teilweise schon in der Vorrunde aus. Und 2016 dann im Achtelfinale. Wird wieder knapp. Shaqiri. Und jetzt die Torchance vielleicht. Seferovic. Wie gesagt, die lassen sich zu viel Zeit da vorne. Abgefangen. Spanien spielt echt stark. Das muss ich ihnen lassen. Sie sind sehr überragend momentan. Oh, jetzt könnte es gefährlich werden! Das erste Tor für Spanien in der 58. Minute. Möglicherweise war es noch die 57. Bin ich mir nicht so sicher. Aber da ist das Tor. Und jetzt muss Schweiz Druck machen. Sonst gewinnt Spanien das hier. Da war der gleiche Fehler, den Deutschland auch machte. Da stand er zu offen und dann braucht er nur noch den Ball ins Tor zu schieben. Wenn man als Stürmer die Chance kriegt, dieses Tor zu schießen, so offen zu stehen, dann macht man ihn auch. Da muss er schon einen guten Torwart geben oder einfach einen schlechten Schuss. Die Schweiz wieder geschlagen. Es wird langsam knapp. Das Halbfenster schließt sich. 30 Minuten noch, um einen Ausgleich zu erzielen. Und die Schweiz hatte ja schon ihre Chancen. Aus denen leider auch viel zu wenig gemacht wurde. Das wurde als Foul gemeldet. Allerdings keine Karte. Für den Schützer hätte ich zumindest eine Verwarnung gegeben. Aber der Schiedsrichter beurteilt dies. Kann da jetzt was kommen? Es wird auf jeden Fall gerade gefährlich vor Spaniens Tor. Und nichts gemacht daraus, leider. Da hätte wieder eine große Chance entstehen können. Spanien ist wieder mit dem Vorschuss. Sie machen ganz schön viele Doppelpässe und jetzt wird es wieder gefährlich. Und 2-0 für Spanien. Ich denke, der Gewinner, der im Halbfinale sein wird, steht somit fest. Und es wird Spanien sein. Da stand er gar nicht mal so offen. Also Schweiz hat wenigstens versucht, die Räume dicht zu machen. Und den hätte Sommer eigentlich noch kriegen können. Aber naja, es ist, wie es ist. Und es ist gerade ziemlich brenzlig für die Schweiz. Vielleicht noch ein Trosttor. Aber viele Chancen gibt es gar nicht mal auf beiden Seiten.
Ja, also auf beiden Seiten wird gerade ziemlich hässlich. Aber es ist natürlich ein schöner Tag für Spanien. Sie sind so gut wie weiter. Und das ist auch ein Grund zu feiern. Und bei der Schweiz muss natürlich etwas passieren. Ein paar Geschütze müssen ausgefahren werden, die vorher noch nie geladen wurden. Die letzten Reserven müssen ausgeschüttet werden. Das war natürlich wieder eine sehr gefährliche Chance. Leider wieder viel zu wenig draus gemacht. Und Schweiz spielt nach hinten. Das ist keine gute Idee, Schweiz. Jetzt vielleicht und wieder abgefangen. Die Schweiz kommt nicht durch. Das ist das Problem. Sie kommen einfach nicht durch. Spanien flutscht einfach durch die Abwehr durch. Es ist nicht zu fassen. Und da ist die nächste Chance. 13:0 für Spanien. Schweiz wird auseinandergenommen. Und da können sie einem tatsächlich leid tun. Allerdings hat sich Spanien jetzt nach der zweiten Halbzeit diesen Sieg verdient. Denn sie haben überragend gespielt in dieser Hälfte. Und bei Schweiz sollte eigentlich auch was kommen, aber ich denke, das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Ich kann natürlich jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Aber es sind noch 10 Minuten zu spielen. Vielleicht noch ein Tor. Da ist ein Wechsel. Und jetzt vielleicht die Chance. Abgefangen wieder einmal. Mittlerweile ist es nur noch das gleiche Spiel. Man versucht vorne einen Konter aufzubauen, es wird abgefangen und daraufhin macht Spanien den Konter. Und da ist vielleicht das 4 zu 0. Es ist das 4 zu 0 für Spanien. Ich denke, das ist jetzt auch die vollständige Beerdigung für Schweiz. Und erneut wird eine deutsche Mannschaft mit einem 4 zu 0 aus diesem Turnier rausgeworfen. Es war ja die deutsche Mannschaft im Achtelfinale gegen England. Aber mit dem Unterschied, dass es zur Halbzeit schon 2:0 stand. Und sie bringen nochmal neuen Wind, um diese Führung aufrechtzuerhalten. Und jetzt nochmal eine Chance. 5 zu 0 für Spanien. Unglaublich. Die können einem mittlerweile echt leid tun. Es ist jetzt das 5 zu 0 und bei Schweiz ist die komplette Hoffnung nicht verloren gegangen. Die versuchen es mittlerweile gar nicht mehr und man spürt es. Ihre Abwehr steht offen, vorne kommen keine Chancen mehr und Sommer versucht teilweise gar nicht mal mehr, den Ball zu halten. Damit steht hier 5 zu 0. Ich denke, ein sehr klares Ergebnis. Was Spanien gegönnt sein soll.
Allerdings wäre es mit Sicherheit ein schönes Erlebnis gewesen für die Schweiz, mal im Halbfinale zu sein, einer von den großen Vieren in dieser EM zu sein. Aber dann sind sie halt nur Teil der großen Acht. Jetzt kann sich da noch was tun. Vielleicht noch ein Tor? Wundern würde es mich zumindest nicht. Thiago, der frisch eingewechselte Spieler. Und da ist Torres und das 6:0 in der Nachspielzeit. Unglaublich. Es ist nicht mehr zu fassen mittlerweile. Hier sehen wir das nochmal, dieses Tor. Und da steht er wieder offen. Spaniens Tore werden nicht mal durch Können gemacht. Nicht einmal durch irgendwelche Kopfballkunst oder Kunst durch Flanken. Nein! Die Tore entstehen durch Fehler von der Abwehr der Schweiz. Und jetzt ist, denke ich, auch... Ich hoffe mal, zumindest jetzt, das letzte Lichtchen Hoffnung für die Schweiz ausgegangen. Es ist noch eine Minute zu spielen und sie sind 6:0 hinten. 30 Sekunden. Das ist der letzte Angriff, wenn überhaupt. Und es ist vorbei! Spanien ist im Halbfinale. Und gegen wen würde ich dann noch zeigen? Wir bedanken uns fürs Zusehen, Leute. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Spiel.